Und ich begrüße Sie zurück zu unserem nächsten Vortrag. Pünktlich um 13 Uhr geht's los, und zwar mit einem Vortrag über Estland. Wir hatten es ja gerade schon in der aktiven Pause bei unserem Energizer die Frage, welche Behördengänge sollten denn in Deutschland digitalisiert werden? Und da kam als Antwort relativ häufig alle. Ja? Wenn man diesen Wunsch hat, dann wäre Estland eine gute Option als Wohnort, denn in Estland funktioniert schon wahnsinnig viel auf digitaler Ebene. Estland praktiziert wirklich Digitalisierung at its best. Es ist ein Best-Practice-Beispiel für einen Grad an Digitalisierung, von dem wir hier in Deutschland noch weit entfernt sind. Heute wird zu uns sprechen Florian Markus. Er ist Digital Transformation Advisor beim e-Estonia Briefing Center, und er wird uns etwas über die Digitalisierungsstrategie in Estland erzählen, warum es so gut funktioniert und was es so erfolgreich macht. Denn in Estland muss man eigentlich nur noch zum Heiraten und für Immobilien irgendwie persönlich auftauchen. Den Rest kann man digital erledigen. Das reicht vom iVoting bis hin zu e-Tax. Und Florian Markus wird uns jetzt erzählen, warum das alles so gut funktioniert und was Estland da anders macht. Hallo und liebe Grüße aus Tallinn. Vielen Dank für die nette Einleitung. Genau, mein Name ist Florian Markus, ich bin Digitalisierungsberater beim e-Estonia Briefing Center, und die nächsten 40 Minuten werden wir uns gemeinsam darüber unterhalten, wie Digitalisierung in Estland funktioniert, was wir Deutschen daraus lernen können und wohin die Reise geht. Generell werde ich versuchen, den Vortrag über die nächsten 28 Minuten über die Bühne zu bringen, sodass wir die letzten 10 Minuten auch für Ihre Fragen übrig haben. Das heißt, wenn Sie irgendwelche Gedanken haben, gerne mit mir teilen, und dann können wir die danach nochmal besprechen. So, der Vortrag soll um Geschichte, Gegenwart und Zukunft gehen. Wir werden uns vergleichsweise wenig mit der Geschichte, ein bisschen mehr mit der Gegenwart und dann noch ein bisschen mehr mit der Zukunft befassen, weil wir natürlich immer weiter nach vorne blicken wollen. Ich als Deutscher, ich bin jetzt seit 5,5 Jahren in Estland, und einer der Gründe, weswegen ich nochmal einen zweiten Master hier geblieben bin, ist die Digitalisierung. Ich bin Hamburger. Ich bin jetzt seit ich hier angekommen bin, vor 5,5 Jahren, noch nie bei einer Behörde gewesen. Und das müssen Sie sich mal vorstellen. Es geht nicht nur darum, welche Zeit Sie sparen, weil Sie nicht in der Behörde anstehen müssen. Es geht nicht nur darum, dass Sie in Estland nicht diese ganzen Dokumente alle einreichen müssen oder erstmal zusammenkriegen müssen bei sich im Papierstapel. Es geht auch darum, dass Sie, wenn Sie ein Kleinkind haben, dass Sie dann keinen Babysitter suchen müssen. Es geht darum, dass Sie beim Gassi gehen mit dem Hund Ihre Steuererklärung abgeben können und so weiter und so fort. Es geht nicht nur um die Zeitersparnis an sich, sondern auch um die Lebensqualität, die daraus entsteht, dass wir eben nicht diese ganzen Behördengänge physisch tätigen müssen. Wie sind wir dazu gekommen? Es gibt mehrere Punkte, aber ich möchte es ganz kurz zusammenfassen. Estland hat eine Bevölkerung von 1,3 Millionen Leuten. Das sollte sich für die Münchner recht vertraut anhören. Allerdings haben wir eine Landesfläche so groß wie die Niederlande, so groß wie Dänemark. Das heißt, in Sachen Bevölkerungsdichte sind wir ein extrem leeres Land. Estland konkurriert in Sachen Bevölkerungsdichte so ungefähr mit Kanada, mit Brasilien und anderen großen Flächenländern. Deswegen hat sich damals auch diese Entscheidung so ergeben, dass man die Digitalisierung als große Chance gesehen hat. Im Jahr 1991 hat Estland die Unabhängigkeit von der Sowjetunion wiedererlangt, und die Realisierung war, dass Estland sich die traditionelle Bürokratie nicht leisten kann. Nummer eins, sie hat gar nicht die finanziellen Mittel zur bereitstehen, um eben die verschiedenen Leute, die in der Behörde arbeiten, zu bezahlen. Und zweitens hatten wir auch gar nicht die Bevölkerungsmenge, die Größe, die überhaupt dann für den Staat arbeiten wollen würde. Das heißt, es gab zwei große Herausforderungen struktureller Art, die man irgendwie angehen musste. Und da kam dann eben die Realisierung, warum bieten wir diese ganzen Dienste nicht online an? Das heißt, jeder Mensch kann im Self-Service alle möglichen Dienstleistungen nutzen und muss nicht irgendwie in die nächste Stadt fahren, um einen Service zu bekommen, und kann das alles bequem von zu Hause aus tun. Diese Entscheidung wurde im Jahr 1994 getroffen. Das heißt, das war die erste Digitalisierungsstrategie, die da vom Parlament verabschiedet wurde. Die ersten 5 Jahre wurde sehr viel getan in Sachen Gesetzgebung. Das heißt, das ist in Deutschland heute immer noch ein riesengroßes Thema.
Datenaustausch zwischen Behörden. Das ist in Estland grundsätzlich erlaubt. Es muss auf rechtlicher Basis natürlich laufen. Das heißt, die Steuerbehörde darf nicht irgendwie aus unlauteren Gründen beim Gesundheitsministerium nachfragen, wie der mein letzter Arztbesuch war. Also es läuft alles in geregelten Bahnen. Aber an sich ist es nicht nur erlaubt, es ist erwünscht, dass Datenaustausch zwischen verschiedenen Institutionen funktioniert. Weil dieser rechtliche Rahmen so gegeben ist, konnten wir andere vereinfachende Systeme einbauen. Wir haben beispielsweise in ganz Estland im gesamten Regierungsbetrieb das Once-Only-Prinzip. Das Once-Only-Prinzip bedeutet, innerhalb des gesamten Behördenapparats gibt es in Estland immer nur eine Behörde, die mich nach einem bestimmten Datensatz fragen darf und die diesen auch abspeichern darf. Beispiel Meldeadresse. Nur das Einwohnermeldeamt darf mich nach meiner Adresse fragen und diese auch speichern. Wenn die Steuerbehörde, wenn das Wahlregister meine Adresse braucht, aus guten Gründen, dann dürfen sie mich nicht fragen. Sie müssen digital beim Server des Einwohnermeldeamts nachfragen. Das bedeutet gleich mehrere Sachen. Nummer eins, weitaus höherer Grad an Cybersicherheit, weil in Estland keine duplizierten Daten sind. Das heißt, in Deutschland, die Hacker sind nicht dumm, die wissen, jede Behörde hat das Recht, nach meinem Clan-Namen, nach meiner Adresse, nach meinem Geburtsdatum und so weiter und so fort zu fragen. Das heißt, ich muss eigentlich nur aus den hunderten Regierungsservern den am schwächsten geschützten heraussuchen und greife einfach alle Daten dort ab. Das heißt, Sie können, wenn Sie 200 Regierungsserver haben, können 199 perfekt geschützt sein, es muss nur einer irgendeine Schwachstelle haben und da holen Sie alle Daten raus. Das kann eigentlich nicht der Sinn der Sache sein. Der zweite Punkt ist, dass Datenmanagement dadurch weitaus einfacher wird. Das heißt, wir brauchen nicht so große Serverräume für jede einzelne Behörde, weil es eben keine duplizierten Daten im estnischen Staatsbetrieb gibt. Nummer drei, zu guter Letzt, es macht auch das Leben für mich einfacher, weil wenn ich in eine neue Stadt in Estland umziehe, ich meine Meldeadresse einmal online ändere. Ich muss nicht bei jeder Behörde vorstellig werden, weder offline noch digital und jedem separat Bescheid sagen, dass ich jetzt an dieser neuen Adresse zu finden bin. Das heißt, dieses Once-Only-Prinzip macht das Leben für uns alle weitaus einfacher, sowohl für die Bürger als auch für die Behörden. Der zweite Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, es wurde auch gerade Managizer angesprochen, ist natürlich der Personalausweis, die Bürgerkarte. Wir alle haben den deutschen Personalausweis. Einige haben vielleicht von Ihnen auch den elektronischen Personalausweis freigeschaltet. Ich gehe davon aus, rein statistisch, dass es die Minderheit von Ihnen ist. Selbst wenn Sie den haben, haben Sie den vielleicht noch nie genutzt. Die Frage ist natürlich, warum? Kommt dann immer auf Estland, ganz vorwurfsvoll. Warum haben Sie den noch nicht benutzt? Und die ehrliche Antwort aus Deutschland ist, weil es keine Dienstleistung dazu gibt, die ich auf tagtäglicher Basis nutzen würde. In Estland haben wir den estnischen Personalausweis, den bekommt jeder Mensch, der in Estland lebt, auch Ausländer wie ich. Jeder, der für mehr als 3 Monate im Land ist, muss sich für diesen Personalausweis anmelden. Das sieht vorne aus wie eine ganz normale EU-Passkarte und hat hinten noch eine kleine Chipkarte, die für Kartenlesegeräte nutzbar ist. Damit verbunden haben wir einen Personalcode in Estland. Ich zeige mir mal ganz kurz hier in die Kamera. Genau, da unten die Zahl mit der 3. Elfstellige Zahl, die ist einzigartig für jeden Bürger und Einwohner und das ist die Nummer, die alle verschiedenen Behörden nutzen, um Daten zu meiner Person abzuspeichern und gegebenenfalls auch auszutauschen. Jeder Mensch in Estland kann diese Nummer auswendig, das kann ich Ihnen versprechen, weil wir sie quasi jeden Tag nutzen. Wenn ich mich ins Staatsportal einlogge, um irgendwas zu machen, dann mache ich das mit meinem Personalcode und natürlich noch PIN-Codes und so weiter. Das heißt immer 2-Faktor-Authentifizierung. Aber genug geredet über diese ganzen theoretischen Sachen. Schauen wir doch mal ein kleines bisschen in das Staatsportal selbst. Ich würde jetzt meinen Bildschirm freigeben. So, ich mache das mal klein hier. So, das hier ist das Staatsportal esti.ee.
Das heißt estland.de auf Estnisch. Wir wollen uns anmelden. Da klicken wir auf Login und dann sehen wir sofort einige Login-Möglichkeiten. Wir haben die ID-Karte. Das heißt, wenn wir irgendwo ein Kartenlesegerät haben, stöpseln wir die Karte rein. Das war's. Die zweite Option ist Mobile-ID. Mobile-ID ist eine kleine SIM-Karte, die Sie von jedem Netzanbieter Ihrer Wahl in Estland beziehen können. Die hat alle möglichen normalen Optionen einer SIM-Karte, trägt aber auch die elektronische Identität, die die Republik Estland Ihnen gegeben hat. Die stecken Sie dann einfach statt der normalen SIM-Karte in Ihr Handy und dann können Sie das so nutzen. Und die dritte wichtige Option ist die Smart-ID. Das ist eine, Moment, das ist eine App. Genau. Smart-ID können Sie sowohl runterladen für iOS als auch für Android-Geräte und die nutzen wir jetzt mal. Das heißt, ich muss meinen Personalcode eingeben. Die Nummer kann ich Ihnen verraten, die können Sie sich auch gerne aufschreiben. Da können Sie keine Daten irgendwie abgreifen über meine Person. Mein Personalcode ist 39108200087. So, dann klicken wir jetzt auf Weiter und dann werden wir einen Kontrollcode bekommen. 6268 auf dem Bildschirm dort und auch hier. Und jetzt werde ich gebeten, meinen PIN 1 einzugeben. Das mache ich einmal. Das ist natürlich die Nummer, die ich Ihnen nicht verrate. Genau, dann sagt er, das stimmt. Und dann bin ich im estnischen Staatsportal. So, soweit, so gut. Die Frage ist natürlich, inwiefern unterscheidet sich die estnische Erfahrung von der User Journey, die wir in vielen anderen Ländern sehen. Für mich geht es ganz, ganz wichtig, nicht nur um die Dienstleistungen, die Sie überhaupt online anbieten, sondern weitaus wichtiger, wie Sie sie anbieten. In Deutschland wird Digitalisierung recht oft, leider zu oft, missverstanden. Digitalisierung bedeutet nicht die digitale Abbildung eines Offline-Prozesses. Die Digitalisierung bedeutet, Sie haben die einmalige Chance, den gesamten Dienst von Grund auf neu zu denken. Das bedeutet, Sie haben vielleicht die deutsche Steuererklärung vor Augen auf Papier und denken, oh, dann müsste ich jetzt das hier ausfüllen, dann müsste ich diese ganzen Dokumente ranbringen und dann gebe ich das alles zusammen zum Amt ab. Und das könnte vielleicht auch so ähnlich sein, dann online mit Elster. Das heißt, ich muss immer noch die gleichen Dokumente ranbringen und genau alles, alle Nachweise und so weiter anbieten, aber jetzt eben als PDF. Das ist nicht der Sinn der Sache. Sie haben die Chance verfehlt. Sie haben sie verpasst. In Estland läuft die Steuererklärung folgendermaßen. Ich logge mich ins Steuerportal ein. Das Steuerportal sagt, herzlich willkommen. Hier ist das Geld, was Sie über die letzten 12 Monate verdient haben. Hier ist das Geld, was Sie über die letzten 12 Monate an Spenden, an verschiedene Stiftungen abgegeben haben. Ist diese Rechnung so korrekt? Entweder ja oder nein. Normalerweise ja, in meinen 5 Jahren hier war es immer der Fall, dass es korrekt war. Und dann bekommen Sie die Berechnung, der Staat schuldet Ihnen noch so und so viel Geld oder Sie schulden dem Staat noch so und so viel Geld. Ist das korrekt? Ja oder nein? Nochmals ja. Und dann haben Sie sofort einen Banklink, auf den Sie draufklicken können. Dann loggen Sie sich mit der Smart-ID in Ihr Bankkonto ein und überweisen den Restbetrag sofort. Die sind innerhalb von 3 Minuten fertig mit Ihrer Steuererklärung. In Estland werden 96% aller Steuererklärungen online gemacht. Nicht nur die Jungen, nicht nur die gut gebildeten, nicht nur die städtischen Einwohner, auch und ganz besonders wichtig, die älteren Einwohner, die ländlicheren Einwohner. Ja? Das heißt, wenn Sie eine digitale Dienstleistung anbieten, die so grundsätzlich einfacher ist, dann werden die Leute das nutzen, egal ob alt oder jung, egal ob ländlich oder städtisch oder sonst andere große Unterschiede, die wir uns irgendwie im Kopf ausdenken, es stimmt einfach nicht. Die älteren Menschen haben genauso Interesse an der Digitalisierung wie die Jungen, wenn man es dann einfach gestaltet. Kommen wir zurück zur User Journey. Es wurde bei der Einführung kurz erwähnt, dass wir noch 2 Sachen offline machen müssen. Es waren mal 3. Momentan ist es nur noch Hochzeit und Scheidung. Immobilienver- und Ankauf war offline, musste offline gemacht werden, kann man jetzt aber mittlerweile auch komplett online machen. Das haben wir wegen der Corona-Krise umgeändert. Das heißt, der Notar kann jetzt auch digital dabei sein über ein Videoportal und eine digitale Unterschrift leisten, sodass alles notariell beglaubigt ist.
und ja, der Immobilienverkauf vollzogen werden kann. Zum Thema User Journey. In vielen Staatsportalen rund um die Welt haben sie eine Webseite, wo dann aufgeschlüsselt ist alles Mögliche nach Behördenverantwortungsbereich. Das heißt, sie sehen dann die Gesundheitsbehörde, sie sehen die Steuerbehörde, sie sehen das Einwohnermeldeamt und so weiter und so fort. Das Problem ist dabei, dass die Menschen nicht wissen, was wo ist. Wir sehen ganz klar bei diesem Layout, das wurde von Beamten für Beamte gemacht. Der Mensch, der Durchschnittsbürger weiß nicht, welche Behörde ganz genau wofür verantwortlich ist. Deswegen bauen Sie das doch einfach nach Themenbereich auf. Wenn Sie hier auf Topics klicken, dann sehen Sie sofort alles Mögliche, was mit Familie zu tun hat. Alles Mögliche, was mit geschäftlichen Dingen zu tun hat. Alles Mögliche im Bereich Verkehr, Bildung und Forschung und so weiter. Wenn wir auf Familie klicken, dann sehen wir alles von der Hochzeit zum Kind im Vorschulalter, zu älteren Menschen, Namensänderungen, Haustieranmeldung, das musste ich von einem halben Jahr machen, oder auch eine Sterbeurkunde. Das heißt, egal welche Behörde dafür verantwortlich ist, das ist alles hier nach Themenbereich aufgeschlüsselt. Das Gleiche gilt für das Thema Doing Business. Firma gründen. Firma gründen geht in Estland extrem einfach. Ich habe es vor 3 Jahren gemacht, hat für mich 20 Minuten online gedauert. Das heißt, Sie loggen sich ein, geben die Daten an, den Firmennamen, der wird sofort überprüft digital, ob der noch frei ist. Sie können dann sofort das Gründungsdokument nach verschiedenen Vorschlägen zusammenstellen. Das heißt, das Staatsportal selbst bietet Ihnen Vorschläge an, rechtlich hieb- und stichfeste Vorschläge, wie Sie diese Grundschrift verfassen können. Öffentliche Ausschreibung. Sie können Ihre Steuererklärung abgeben. Sie können sich auch für die E-Residency anmelden. E-Residency haben vielleicht schon einige von Ihnen schon gehört. Das bedeutet, in Estland rund um die Welt kann jeder Mensch sich für diese E-Residency-Karte anmelden. Und mit dieser Karte kann man dann in Estland innerhalb der Europäischen Union ein Unternehmen gründen und das auch digital komplett führen, egal wo man momentan wohnt. Wir haben insgesamt über 74.000 E-Residents rund um die Welt und, kleiner Fun-Fact, die viertmeisten kommen aus Deutschland. Komischerweise, weil Deutschland natürlich ein EU-Land ist, aber trotzdem haben die Deutschen großes Interesse an der E-Residency. Die Deutschen sind zwar die viertmeisten E-Residents, machen aber die zweitmeisten Firmen auf. Wenn Sie in Deutschland schon mal versucht haben, eine Firma aufzumachen, dann werden Sie wissen, warum. Wie viel Grundkapital brauchen Sie? Wie lange brauchen Sie, um die ganzen Dokumente, den Notar, den Steuerberater und so weiter, alles zusammenzukriegen und dann die Registrierung abzuwarten? Es dauert vielleicht einen Monat, 25.000 Euro Startkapital im normalen Falle. Wenn Sie ein Student sind, Sie haben die beste Idee, die gesamte Welt revolutionieren könnte, dann haben Sie keine 25.000 Euro liegen. Sie haben auch keine guten Kontakte zu Steuerberatern und Juristen und so weiter. Das heißt, warum machen Sie es nicht einfacher? Ja, das ist ganz, ganz wichtig und wir sehen auch, besonders von deutscher Seite, extrem viel Interesse. Und das auf der einen Seite schmerzt es mich natürlich, weil ich gerne sehen würde, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung weiter nach vorne kommt. Aber für Estland an sich freut es mich natürlich auch. Kommen wir zurück zum Thema Nutzerfreundlichkeit. Genau, das heißt, hier sind 99% aller staatlichen Dienstleistungen online verfügbar. Der zweite Schritt, den wir gemacht haben in Sachen Nutzerfreundlichkeit, sind die sogenannten Live-Events. Unter Live-Events kann ich beispielsweise, wir sehen hier Birth of a Child. Es gibt manche Situationen im Leben, da müssen Sie gleich ganz, ganz viele Sachen gleichzeitig machen. Wenn das Kind geboren wird, dann müssen Sie brauchen Sie eine Geburtsurkunde, Sie müssen zum Einwohnermeldeamt, Sie müssen wahrscheinlich auch das Kind für einen Kindergarten, für eine Grundschule und so weiter anmelden. Das heißt, da kommt ganz, ganz viel zusammen. Familienarzt, alles dazu. Stattdessen können Sie dann einfach hier draufklicken. Dann sehen Sie sofort alle wichtigen Fragen hier zusammengefasst. Beispielsweise, wie bekommt mein Kind Gesundheitsversicherung und einen Familienarzt? Dann klicken Sie hier drauf und dann steht hier, aha, die Kinder werden automatisch registriert in der Praxis, wo auch die Mutter angemeldet ist. Wenn Sie das ändern wollen, dann können Sie einen anderen Familienarzt auch für Ihr Kind auswählen. Wo machen Sie das? Natürlich direkt hier unten beim Service, wo Sie einfach draufklicken und dann Ihren Familienarzt ändern. Und so verhält es sich auch für alle anderen Sachen, beispielsweise für Mutterschutzurlaub und so weiter.
Kleiner Fun Fact, Mutterschutzurlaub in Estland ist der längste der Welt. Anderthalb Jahre 100% Gehalt und danach anderthalb Jahre Jobgarantie. Das heißt, auch das ist für uns extrem wichtig. Das heißt, diese Live-Events bündeln das alles noch etwas leichter zusammen, wenn ganz viele Sachen gleichzeitig gemacht werden müssen. Das ist der zweite Schritt. Der dritte Schritt, an dem arbeiten wir momentan, einen Teil haben wir schon ausgerollt, aber es ist noch viel Arbeit zu tun, das sind sogenannte proaktive Dienstleistungen. Wir stellen uns vor, bleiben wir mal bei der Kindesgeburt. Über die letzten 20 Jahre war es folgendermaßen. Das Kind wird geboren, der Arzt meldet die Geburt des Kindes an und generiert durch diese Anmeldung einen Personalcode für das Baby und verbindet diesen Personalcode auch mit den Personalcodes der Eltern, weil das die rechtlichen Formbinder sind. Das heißt, dann weiß der Staat faktisch gesehen zwei Dinge. Nummer eins, neues Kind. Nummer zwei, das sind die Eltern. Dann haben die Eltern angefangen zu fragen, wenn der Staat das doch beides weiß, weil der Arzt es so mitgegeben hat, warum muss ich mich dann noch fürs Kindergeld anmelden? Warum bekomme ich nicht einfach hier oben rechts eine kleine Benachrichtigung? Herzlichen Glückwunsch zur Geburt des Kindes. Auf welches Bankkonto wollen Sie das Geld überwiesen haben? Ja. Der Fakt ist, dass es nicht nur in Estland und Deutschland, sondern auch im Rest der Welt so viele Unterstützungsgelder, Systeme gibt, die einfach wenig genutzt werden, weil die Leute nicht wissen, welchen Rechtsanspruch sie überhaupt auf welche Leistungen haben. Warum machen wir das nicht proaktiv? Weil diese Systeme wurden ja irgendwann mal kreiert mit der Absicht, dass sie den Menschen auch helfen. Ja, das heißt, dass sie auch genutzt werden. Wir könnten dieses Beispiel noch weiter ausrollen. Wenn ein Kind geboren wird, das heißt, der Staat weiß jetzt, ein Kind ist geboren und der Staat kennt die Meldeadresse der Eltern, das kennt er auch in Deutschland, und der Staat weiß, jedes Kind muss zur Grundschule. Können wir auch diese drei Punkte wieder miteinander verbinden, kommunizieren lassen innerhalb des Systems und dann könnten wir eine neue Dienstleistung schaffen. Herzlichen Glückwunsch, wieder eine Benachrichtigung, alles Gute zur Geburt des Kindes. Ihr Kind muss irgendwann zur Grundschule. Hier sind die drei nächsten Grundschulen in Ihrer Umgebung, in der Nähe der Meldeadresse. Sie können eine dieser drei Grundschulen auswählen und wir werden einen Platz für Ihr Kind an dieser Schule 6 Jahre in die Zukunft reservieren. Das bedeutet erstmal, dass ich mich nicht mehr daran erinnern muss, dass mein Kind zur Grundschule muss und dass ich das anmelden muss irgendwann. Aber weitaus wichtiger, es ist so, dass jetzt auch jede Grundschule eine Benachrichtigung bekommen könnte. Achtung, wir wissen, wie viele Lehrer diese Schule unterrichtet. Wir wissen, wie viele Klassenräume diese Schule hat. Wir wissen auch, dass in 6 Jahren 600 neue Schüler kommen, 600 mehr als momentan. Das heißt, auf Grundlage dieser Berechnung brauchen wir 10 neue Klassenräume, 40 neue Lehrer. Wir können jetzt schon mit der Ausbildung der Lehrer anfangen. Wir können jetzt schon mit den Unterstützungsgeldern für den Neubau dieser Klassenzimmer anfangen, damit alles fertig ist, wenn es in 6 Jahren gebraucht wird. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich bin in Hamburg oder in der Nähe von Hamburg aufgewachsen, nicht der ärmste Teil des Landes, auch München ist nicht der ärmste Teil des Landes. Trotzdem gibt es an vielen, vielen Schulen immer wieder Baucontainer, wo dann die Englischklasse stattfindet, irgendwo auf dem Schulhof. Und das findet nicht statt, weil kein Geld da ist. Es findet statt, weil mangelnder Datenaustausch stattfindet. Das Problem ist, dass jeder Bezirk, dass jede Gemeinde jedes Mal immer wieder überrascht ist, wo denn die ganzen Schüler herkommen und es gibt keinen Datenaustausch zwischen den Schulen und den Gemeinden, weil die Schüler auch immer nur 1-2 Monate vorher angemeldet werden müssen. Das ist natürlich problematisch. Wie kommt dieser ganze Datenaustausch überhaupt zustande? Das heißt, dass alle Schulen und Behörden und so weiter miteinander kommunizieren können. In Estland haben wir ein ganz, ganz tolles System, das ich Ihnen unbedingt ans Herz legen möchte. Das System heißt X-Road und dieses System nutzen wir zur Verschlüsselung und zum Datenaustausch zwischen allen möglichen Behörden und an sich können auch Privatunternehmen daran teilnehmen. Für andere Beispiele, die kann ich Ihnen gerne nennen, wenn Sie die Frage beantwortet haben möchten in 5-6 Minuten. Die X-Road, ist ein riesiges System, das alle verschiedenen Behörden miteinander vernetzt, die Datenaustausch untereinander treiben möchten. Es muss natürlich alles in rechtlichen, geregelten Bahnen laufen. Das tut es auch. Es gibt dafür einen Katalog,
Und genau, und so können Sie eben den sicheren Datenaustausch haben. Den haben wir seit 2002, wird jetzt auch in anderen Ländern umgesetzt. Finnland läuft komplett auf der X-Road, so wie Estland. Estland ist letztes Jahr beigetreten und es gibt viele andere Länder rund um die Welt, die ähnliche Lösungen von estnischen Softwareunternehmen auch mit auf den Weg genommen haben, beispielsweise Ukraine, Aserbaidschan, aber auch Namibia und Benin. Das heißt, von A bis Z ist da wirklich alles Mögliche dabei, sowohl reich als auch arm, sowohl klein als auch groß. Ich habe erwähnt, dass wir jetzt drei Schritte der Nutzerfreundlichkeit haben. Einen letzten möchte ich noch ganz kurz erwähnen. Und zwar die Nutzung von Sprachassistenten. Das ist noch etwas weiter in der Zukunft. Ungefähr 5 bis 10 Jahre wird organisch wachsen, Dienstleistung für Dienstleistung. Da wir ja quasi schon alle Dienstleistungen online haben, könnten wir das doch eigentlich auch alles mit KI-Netzwerken verbinden und dann an unsere Sprachassistenten anbinden, die wir heute schon nutzen, das heißt Google, Alexa, Siri und so weiter, oder einen staatlich hergestellten Sprachassistenten, wenn man dem irgendwie mehr vertrauen möchte. Und dann könnten wir nicht nur sagen, ich möchte bitte meinen Personalausweis erneuern, das ist nicht sehr nutzerfreundlich, sondern dass man in normaler menschlicher Sprache auch wirklich sagen kann, was man braucht, oder andersrum, einfach nur die Situation beschreibt und die KI versteht, was in dieser Situation notwendig ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir denken mal an eine estnische Staatsbürgerin, die schwanger ist und gerade im Urlaub in Helsinki in Finnland ist. Und sie merkt, dass die Kindesgeburt kurz bevorsteht und sie kommt nicht mehr nach Estland zurück. Sie muss ihr Kind in Helsinki zur Welt bringen. Schwierige Situation. Sie müssen dann erstmal auf die ganzen finnischen Webseiten kommen, verstehen die Sprache vielleicht nicht. Die Finnen sprechen natürlich gut Englisch, aber trotzdem könnte es Schwierigkeiten geben. Wo ist das nächste Krankenhaus? Was ist die Notrufnummer und so weiter? Anstatt sich über diese ganzen Sachen den Kopf zu zerbrechen, warum machen Sie es nicht folgendermaßen? Lieber Sprachassistent, ich stehe kurz vor der Geburt, ich muss ins Krankenhaus. Okay. Und dann sagt die KI, ich bin in 30 Sekunden wieder da. Innerhalb dieser 30 Sekunden kann die KI dann erstens den elektronischen Krankendatensatz aus Estland ans nächste finnische Krankenhaus überweisen. Läuft vor allen Dingen auch wegen der X-Road, das heißt an sich, technisch gesehen können wir Daten austauschen zwischen der estnischen und finnischen Gesundheitsbehörde. Nummer zwei, die KI würde natürlich einen Krankenwagen an den Standort der schwangeren Frau rufen. Nummer drei, die KI würde auch die estnische Botschaft in Helsinki in Kenntnis setzen, dass ein Personalausweis für das neue Baby gedruckt werden muss. Und natürlich kann man auch schon das Kindergeld anlaufen lassen. Das heißt, diese ganzen Sachen einfach nur mit einer einzigen Sprachnachricht sofort auf den Weg bringen. Das ist der Plan, an dem wir momentan arbeiten und wird ein paar Jahre dauern, aber wir sind jetzt schon dran. Ich kann Ihnen da gerne noch später Links geben gebe da gerne weiter Auskunft. Ich möchte noch ganz kurz auf zwei Sachen hinweisen. Nummer eins, wenn Sie Interesse an dieser ganzen Geschichte haben und das vielleicht auch in Deutschland umsetzen wollen, vielleicht als Pilotprojekt in irgendeinem Landkreis, sagen Sie gerne Bescheid. Gehen Sie mal zu iestonia.com, klicken auf About Us. Und dann sehen Sie hier die E-Mail-Adressen von mir und meinen wundervollen Kolleginnen und Kollegen. Und wir werden Ihnen gerne dabei weiterhelfen. Zu guter Letzt möchte ich Ihnen ein ganz kurzes Beispiel geben von einer der wichtigsten Dienstleistungen, die wir in Estland digital haben. Die digitale Unterschrift. Rechtlich verbindlich in Estland seit 2002. Seit 2002 unterschreiben wir keine Papierdokumente mehr. Wie funktioniert es? Sie haben hier ein Word-Dokument, das könnte ein Mietvertrag oder ein Autokaufsvertrag sein oder sowas. Hier steht einfach nur Greetings from Estonia. Wir speichern das Dokument. Wir haben den Vertrag hier. Wir machen einen Rechtsklick. Wir klicken auf Sign Digitally. Dadurch kreieren wir einen digitalen Container. In diesen digitalen Container können wir noch mehrere Dokumente reinziehen, wenn wir wollen. Manchmal muss man Unterschriften für viele Dokumente gleichzeitig leisten. In diesem Fall ist es nur dieses eine Vertragsdokument. Dann unterschreiben wir mit dem Personalausweis, mit der Mobile-ID oder mit der Smart-ID. Ich mache es mal wieder mit der Smart-ID. Ich klicke auf Sign. 6794 ist der Kontrollcode. Den verifiziere ich einmal hier. Ups, Moment. Verklickt. Alles gut. Moment.
So. Genau. Und dann soll ich meinen PIN 2 eingeben. Das ist nicht der Login-Code, sondern die digitale rechtlich verbindliche Unterschrift. Und dann steht hier korrekt. Und hier ist meine digitale Unterschrift sofort abgegeben. Wenn Sie eine E-Residency-Karte oder einen estnischen Personalausweis oder Smart-ID haben, dann könnten Sie gerade in Simbabwe, in Südkorea, in Brasilien sitzen oder in München natürlich. Und Sie könnten genauso rechtlich verbindlich innerhalb von 10 Sekunden eine digitale Unterschrift leisten. Die digitale Unterschrift alleine, ohne alle anderen Dienstleistungen, über die wir bisher gesprochen haben, spart uns grob 2% des Bruttoinlandsproduktes jedes Jahr ein, weil Sie für Dokumente, für Verträge und so weiter nicht mehr aus dem Haus müssen. Sie müssen nichts mehr ausdrücken, Sie müssen nirgendwo mehr hinfahren, Sie müssen nirgendwo mehr in der Schlange stehen. Und Sie können es nicht nur orts-, sondern auch zeitunabhängig machen. Wenn ich ein Dokument um Mitternacht geschickt bekomme und ich wache irgendwie um 3 Uhr auf, dann kann ich das ganz kurz unterschreiben. Ich muss nicht darauf warten, dass ich mein nächstes Treffen mit meinem Kollegen nächsten Montag irgendwie vereinbaren kann. Das heißt, so sparen Sie Zeit, Geld und ganz wichtig, Nerven.